Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus meinem Let's Play von Dark Souls. In der letzten Folge sind wir ziemlich versagt hier an verschiedenen Stellen. Hoffen wir, dass wir diese Folge vielleicht das ungeschehen machen können und Seth erledigen können, ohne jetzt nochmal groß Zeit zu verlieren. Oh, und jemand greift uns an, das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Dann schauen wir mal, dass wir hier in Deckung bleiben. Und dann schauen wir mal. Ich finde es immer so spannend, wenn jemand uns invadiert. Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich finde das schon. Ja gut, nee, klappt nicht. Ist vielleicht noch zu weit weg. Wir geben mal unsere Position preis, indem wir versuchen, einen einfachen Gegner zu töten. Am besten mal den da oben drauf. Vielleicht können wir den töten ohne zu viel Angst. Ah, da kommt er schon. Okay. Gut, ein bisschen nervig, dass wir einen von den blöden Dingern haben. Aber naja, wir verbeugen uns auch. Nö, ich komme ganz sicher nicht. Ich kümmere mich dann erstmal um den Bogenschützen da. Na, komm schon. Komm, machen wir das ein bisschen frei hier. Ah, so. So. Na komm, traust dich wohl nicht. Ich werde ganz sicher nicht zu den Gegnern kommen. Bin ich dämlich? Ganz sicher nicht. Ah, komm schon. Okay. Und, na komm. Ey, was soll das, ihr Gegner? Willst du uns echt verarschen hier? So. Aber er ist offenbar auch nicht besonders geschult. Also normalerweise, wenn man in Dark Souls jemanden angreift, dann stellt man sich zum fairen Duell und versucht nicht irgendwie sich hinter Gegnern zu verstecken. Also zumindest habe ich das gelesen und mache ich eigentlich auch immer so, wenn ich mal fies bin und jemanden angreife in seiner Welt. Ah, komm her. Vielleicht wird ihm ja irgendwann zu langweilig und kommt dann auf uns zu. Wir werden sehen. Okay, und töte ich jetzt auch noch. So, und greift er uns jetzt an? Hm? Okay, er hat sich aufgebufft. Ah ne, wir töten ihn erstmal. Ah, aber falls er sie uns angreift. Okay, wenn du es so hast, wir töten dich jetzt so. Na komm, bleib stehen. Bam! Ach, schade. Ja, aber mit der Waffe haben wir es jetzt natürlich etwas schwer, muss ich leider zugeben. Versuchen wir ihn nochmal aus dem Gleichgewicht zu bringen. Na ja, toll, und jetzt hat er uns da, wo er uns haben will, und zwar bei den Gegnern. Was echt fies ist. Na, und wir können ihn nicht zurückstoßen, leider. Wir sind dafür gerade einfach zu langsam. Aua. Na gut, dann bringen wir erstmal wieder alle Gegner hier um. Wir haben es nicht eilig. Wir haben es ganz und gar nicht eilig. Aber wenn du es eilig hast, dann bitte kämpf doch, wie du möchtest. So, erstmal hier einmal Schlückchen trinken. Ey, aber dass der sich einfach nicht traut, richtig zu kämpfen, ist furchtbar nervig. Egal. Wir haben das nicht nötig gerade. Wir müssen erst noch ein paar Gegner töten. So. Stirb, komm. Ah, Mist. Jetzt bist du wieder weg. Feigling, du. Was ist hier draußen? Hier waren wir schon. Oh nein, jetzt bufft er wieder, der Arsch. Ah, Mist. Und der bringt uns fast um. Mist, Alter, okay, und jetzt greift der uns an, oder was? Nö. Du, ey, ich hab dir vorhin angeboten, da unten gegen uns zu kämpfen. Wenn du dich nicht traust, dann traust dich halt nicht. Schade auch, dass der erste göttliche Zorn da nicht funktioniert hat. Sonst wäre er jetzt schon tot, leider. Okay, und bitte nicht uns attackieren. Wir haben einfach zu viel Macht, wenn sie gebufft sind. Okay.
Mensch, aber was ist der gerade langweilig? Er soll einfach sich auf ein richtig faires Duell einlassen und nicht versuchen, uns irgendwo hinzubringen, wo wir gar nicht sein wollen. Aber gut, ist alles seine Spielzeit, die abläuft. Schade. Nee, dieser blöde Ding ist da mir echt zu gefährlich. Und wir haben halt mit dem Zweihänder auch eine denkbar ungeschickte Waffe für für den. Vor allem diese ganzen Magier regen uns auf. Also ohne die Magier würden wir jetzt natürlich hinter ihm herrennen und ihn halt töten, aber so wie er das handhabt mit den ganzen Gegnern, ist mir das echt zu blöd. Außerdem kriegen wir da Seelen ohne Ende zumindest. Okay. Jetzt wollen wir mal schauen, was die hier für uns haben. Ah, okay. Ihn können wir töten. Und wo wurde der gebufft? Verdammt, da ist doch überhaupt kein Zauber. So. Bam. Und, oh fuck, wir haben keinen Ausdauer mehr. Bam. Ah, Mist, der hat's abgeblockt irgendwie. Bam. Kadeus-Schild, ja komm. Bam. Ah, fuck. Ja, okay, wir können sie ja einholen. Glaube ich. Vielleicht bringe ich sie auch dazu, ein paar Menschlichkeiten zu verbrauchen. Dann hat es wenigstens keinen Sinn für sie gehabt. So, ah, Misty ist viel zu weit weg. Wir können eigentlich mal ein paar Dinger versuchen, ein paar Blitze. Vielleicht treffen wir sie ja aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Aua, okay. Okay, heilen wir uns nochmal kurz so. Mensch, aber was will sie denn überhaupt? Das ist mir echt so blöd hier. Dem. Soll sie halt eine Menschlichkeit verbrauchen, habe ich. Oh, fuck, Alter. Wie hat er uns denn gerade getroffen? Oh, da ist jemand. Sollen wir den versuchen zu rufen? Yo. Jetzt eher für die... Ach, komm, stirb. Ah, nee, weg hier. Ah, fuck. Alter, wir werden bald nur von dem blöden Zauber hier getötet. Das nervt uns mal richtig. Okay. Ah, Mist. Ah, Mist, schon wieder. Ach, komm schon. Ah, ja, egal, ist mir zu blöde. Ich muss erstmal den Magier hier töten. Okay, komm, versuchen wir es nochmal. Ey, der hat auch so einen blöden Ping, Alter. Ich meine, habt ihr das gesehen? Das wäre müsste voll getroffen haben. Jetzt haben wir ihn, okay. So, jetzt können wir auch wieder beruhigt weiterspielen. Und die Aufrufung ist gescheitert, natürlich. So. Ah, 10.000 hat er immer. Also ich kenne es eigentlich nur so, wenn die Leute uns angreifen, dann haben sie meist überhaupt keine Seelen. Sie wollen nur unsere Seelen stehlen. Und ihnen ist es ganz egal. Aber ich habe jetzt auch nicht verstanden, was das soll. Wollte der uns jetzt irgendwo hinbringen? Aber naja, ich weiß jetzt nicht, was das sollte. Oh, da unten liegt noch was. Das holen wir gleich mal noch ins Inventar. Und irgendwie glaube ich, ich hatte auch Glück, dass der keine Menschlichkeit verwendet hat. Weil hätte er das gemacht, glaube ich, hätten wir doch Probleme bekommen. Gott sei Dank hat unser göttlicher Zorn da gut getroffen. Mal schauen, wir versuchen jetzt noch den Shortcut aufzumachen, dann gehen wir ans Lagerfeuer, leveln ein bisschen hoch und werden wohl, wir leveln hoch und was wollten wir machen? Ach, keine Ahnung, ist egal. Wenn wir es nicht mehr wissen, dann war es auch nicht wichtig. So. Immerhin konnten wir schon eine ganze Menge von den blöden Gegnern hier töten. Mensch, aber ich muss sagen, so wie wir gerade aussehen, wir sehen echt aus wie eine Frau. Außer das Gesicht, aber mal ganz ehrlich. So wie das lächelt, könnte das auch eine Frau sein.
Irgendwie kenne ich Frauen nur lächeln. Natürlich, weinend und lächeln. Sowas dazwischen gibt's offenbar nicht. Bei den guten, schönen, schwachen Geschlecht. Wobei ich schwaches Geschlecht da auch nicht wirklich richtig finde. So, du sein Tod. Bam. Okay. Ja, aber ich find's auch eben, wenn jemand uns angreift und eben in einem nicht fairen Duell, oder was heißt nicht faires Duell, halt versucht uns wegen unserer Seelen zu töten, dann steht uns halt alles offen. So einfach ist das. Nur im PvP-Modus oder wenn zum Beispiel wir so dem Drachenorden beitreten oder eben den Eid für den großen Erddrachen leisten. Da würde ich es dann auch blöde finden, wenn man zum Beispiel Menschlichkeit oder auch Estus Flakons benutzen würde. Aber wenn uns jemand so angreift, habe ich kein Problem, Estus Flakons zu benutzen. Und ich weiß halt auch nicht, was das sein sollte. Wollte sie uns irgendwo hinbringen, wo sie einen Vorteil hatte? Oder ich weiß nicht, was das sollte. So, ich glaube, hier auf der rechten Seite müsste dann der Shortcut zu finden sein. Kann mich aber auch irren. Das war jetzt relativ langweilig, dadurch, dass der Invasor da nicht wirklich etwas machen konnte und auch irgendwie auch nichts getan hat. Also ganz komisch war das. Nee, hier geht's nicht weiter. Mist, wo ging's dann weiter? Ich bin gerade unsicher. Gucken wir uns nochmal um. Vorher ging es da unten weiter. Nee, da unten ging es auf keinen Fall weiter. Irgendwo müsste da so eine helle Tür sein, durch die wir durchgehen können. Wenn ich mich nicht ganz irre. Hier ist es auch nicht. Da geht's weiter. Ja, genau, da wollte ich hin. Ihn töten wir kurz mit dem Blitz. Warum nicht? Komm, du darfst einmal freischießen und jetzt bist du tot. Nein, ey, jetzt... Ach, egal, dann lebst du halt, ist uns egal. Und runter da. So, und das hier macht den Shortcut für uns frei. Gehen wir als erstes kurz wieder ans Lagerfeuer, heilen uns und leveln da mal ganz kurz hoch. Aussteigen, machen wir eins in Willen und machen wir eins in Kondition. Das dürfte eigentlich reichen. 85, das heißt 42,6, das sollte reichen. Für die Maske. Ja, aber ganz knapp. Ist das auch richtig? Ja. Dürfte richtig sein. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt mit der Kondition auch soweit fertig. Gucken wir noch kurz, ob wir genug Funkeltitanide für einmal Rüstung verstärken haben. Ja. Nein, schade doch nicht. Es fehlt noch einer. Schade, schade. Gut, aber nachdem wir Seth erledigt haben, dürften wir uns beim Riesen genug Funkeltitanide kaufen können. So. Oh, ich kann mich hier erinnern, hier bin ich auch bei ums Verrecken nicht weitergekommen, weil ich diesen blöden Hebel nicht gesehen habe, der die Brücke, nicht die Brücke, die Treppe darunter fährt. Und zwar den da. Sammeln wir erstmal alles ein. Ein Riesenzellenschlüssel. Ja, ich weiß nicht mehr genau, welchen Gegenstand es da gibt, aber ich glaube, so wichtig war der nicht. Und hepp. Und noch einmal mit beiden Händen und springen und dann ist er auch auf dem Boden. Nee, er hält echt viel aus, verdammt. So. Gib mir bitte das. Ein verzaubertes Flachekorn. Schön, schön. Und jetzt geht's in die Kristallhöhle, die ich überhaupt nicht leiden mag.
bin ich ganz ehrlich. Ich finde auch die Sache, ich weiß, wie gesagt, ich rede immer so ein bisschen voraus, ohne dass ihr es wirklich sehen könnt, aber ich gehe eben davon aus, dass die meisten Dark Souls gespielt haben. Wenn in der Kristallhöhle diese unsichtbaren Plattformen, wenn man über die gehen muss, ich mag das nicht. Also ich finde es okay, dass da Schnee drauf fällt und so, aber es sieht einfach dämlich aus, finde ich. Ich kann mich da nicht beherrschen. Ich mag das einfach nicht. Okay, ich frag mich, ob das Ding uns auch verfluchen könnte. Also, weil die ganzen anderen Kristalldinger können uns ja verfluchen. Ah ja, und übrigens, falls euch mal ein Gegner untergekommen ist, der euch verfluchen konnte, der hat nicht eine Kristallwaffe, der hat cheatet. Ich habe das nachgelesen. Es gibt in Dark Souls im normalen Modus keine Möglichkeit, sich eine verfluchende Waffe irgendwie zu bauen. Das geht auch nicht, wenn man bei dem Riesen die Kristallglut ihm gibt. Es ist keine Möglichkeit im Spiel vorgesehen, eine verfluchte Waffe zu tragen. Finde ich auch echt blöde. Das ist mir, glaube ich, schon x-mal passiert. Gott sei Dank haben wir nicht das Problem gehabt, dass wir den Cheater gefunden haben, der da die, hilf mir. Es gibt auch noch einen Cheat, der unsere Statusse total auf Null bringen kann, wenn er uns einmal schlägt. So einer ist uns Gott sei Dank noch nicht begegnet. Das wäre, glaube ich, der absolut fieseste und blödste Cheater. Und, schade, verfehlt. Ich frage mich, ob der Zauberer auch diese Dinger buffen könnte. Oh, fuck, das war knapp. So, nochmal. Okay, weg hier. Und jetzt mal das Schwert in beide Hände nehmen. Dadurch geht's doch erheblich schneller. Willst du nicht schlagen? Gut, dann schlag ich. Das ist auch okay. Bam, und der nächste. Aber die brauchen so furchtbar, furchtbar viele Treffer leider. So. Stirb. Dann weg. Und bitte sterben. Danke. Bitte sterben, bitte. Ist halt doch für sonst nichts gut. Mal schauen, wie weit ich schaffe. Also normalerweise stirbe ich beim ersten großen Kristallgolem mindestens einmal. Wir haben es, glaube ich, nur nicht einmal geschafft, ohne dort zu sterben. Ah, wo geht's lang? Da geht's lang. Jetzt kommt noch einer von den Typis, die einfach viel zu lange brauchen. Ich könnte es aber auch mal mit Ding versuchen, mit Blitzen. Oh Mist, da hat er uns einen Uppercut gegeben. Richtig fiesen Uppercut konnte er landen. Oh, und normalerweise bewegst du dich doch immer einen Schritt vor. Was ist denn jetzt passiert? Hast du auch mal Probleme mit der Umgebung, ha? Ja, wäre auch schrecklich, wenn uns nur das passieren würde. Ich glaube, ich höre mich gerade so ein bisschen gelangweilt an. Ja, ich glaube, ich sollte auch nicht mehr allzu viel heute machen. Ich glaube, ich habe die Spritzigkeit für ein Let's Play ein bisschen verloren. Das Ding können wir einsammeln. Das ist nämlich kein großes Ding. Kein Problem. Sachen, die leicht zu erreichen sind, die können wir immer mitnehmen. Und vor allen Dingen fast keine Zeit kosten. So, hier entlang. Oh ja, und die habe ich auch mal angegriffen. Ich Depp, die sollte man echt nicht angreifen. Sie sind ja auch viel zu schön, um angegriffen zu werden. Ganz friedliche Wesen sind das doch. So. Dann gab es hier unten nicht noch irgendwas? Nee. Vertue ich mich. Vertue ich mich wohl. Na nee. Irgendwie habe ich wieder mit dem Gedanken gespielt, ich weiß auch nicht, mir ist wohl gerade ein bisschen langweilig. So, dann schauen wir mal. Gott sei Dank ist der Weg gut markiert. Das sollten wir keine Probleme haben. Immer gerade auslaufen auf den Dingern. Eigentlich kein Problem. Aber ich bin da oft runtergeflogen, wirklich, wirklich oft. Dann schauen wir mal, wie er auf Blitze reagiert, der Gute. Bam! Ah, nicht wirklich praktisch. Okay. Oh, aber... Na, ah, Mist. Hier, so. Da entlang. Okay.
erstmal hier so. Und er kommt uns tatsächlich hinterher. Na gut, dann wollen wir ihn hier besiegen. Und bam. Und nochmal ein Blitz. Bam. Okay. Und den Rest können wir, glaube ich, auch mit dem Schwert jetzt machen. Hier sind wir jetzt auf einer relativ sicheren Stelle, wo wenig passieren kann. Bam. Ey, was ist denn los? Ich kann gerade echt die Entfernung nicht einschätzen. So, jetzt ist er aber tot. Wow, und wir sind nicht einmal gestorben. Wobei ich auch weniger an ihm sterbe, als vielmehr an der blöden Umgebung hier. Ich rutsche nämlich da einfach viel zu oft runter. So, ich weiß auch nicht warum. Ich versuche dann immer irgendwie mit einer Rolle auszuweichen und dann rutsche ich da runter. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist es ja kein großes Problem. Was eigentlich nie ein Problem ist, ganz ehrlich. So, hier runterfallen, genau. Und oh, da ist mir jetzt fast das Herz stehen geblieben. Und ihn am besten töten. Wie können wir ihn töten? Hier auch eine ganz, ganz schlimme Situation für mich. Ich kann... Ja, komm, lassen wir ihn, oder? Wir wollen ja eh nicht ins Bonusgebiet, also in den DLC-Content. Dann müssen wir ihn ja auch eigentlich nicht töten. So, und der Weg hier ist ja dann doch eigentlich ganz sicher. Ich weiß, hier ist noch irgendwo ein Gegenstand, aber der ist mir zu blöd jetzt zu suchen. Okay, ja, und da sind wir auch schon wieder am Endboss. Hier ist es auch immer ganz wichtig, die Krabben oder die Austern oder was das auch immer ist, zu töten. Die eine kommt schon auf uns zu. Die wollen wir alle einzeln töten. Die darf man nämlich echt nicht unterschätzen. Die sehen zwar sehr, sehr einfach aus, können aber echt ganz schön zubeißen. So, na Mist, schade. Dann jetzt so tot. Gut, und nicht einmal erwischt. Und die hinterlassen auch immer, oder nicht immer, aber öfters Funkeltitanide. Sehr, sehr coole Gegner also eigentlich. So, du kommst mal bitte auf uns zu. Und... Sterb! Genau. Und nochmal Mist. Den haben wir jetzt nicht getroffen. Aber jetzt stirb! Oh, und der hat uns getroffen. Dann heilen wir uns ganz kurz einmal so. Wir haben es ja jetzt nicht eilig. Wir könnten es sogar mit 14 Heiltränken schaffen, Seth ganz ohne Probleme zu töten. Wir sind auch nicht unbedingt scharf auf sein Hinterteil, also da gibt's eigentlich keine Probleme. Ah, Mist, weg, 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 weg. Ganz schnell weg. Oh, und jetzt tolle Kameraperspektive. Überhaupt nicht nervig, dass die gerade total unsere Sicht hier versperrt. Ah, Mist. Gut, aber... Oh, okay, dann schlagen wir dich einmal. Und jetzt könnten wir euch beide mit einem Schlag töten, wenn wir mal gutes Zielwasser getrunken hätten. Ah, oh, wow, wow, das war knapp, das war echt viel zu knapp. Dann trinken wir doch ganz kurz einen davon. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. So, hinterlasst ihr uns ein paar Funkeltitanide? Sehr schön. Und ein Läuterungsstein. Oh, perfekt. Das heißt, selbst wenn wir jetzt, aller Voraussicht nach zwar nicht, aber selbst wenn wir verflucht werden würden, könnten wir uns gleich davon wieder heilen. Dann heilen wir uns noch einmal. Apropos heilen, heilen wir uns doch einfach nochmal und nehmen jetzt noch schnell den in Kauf und dann können wir auch endlich auf Seth treffen. Na komm schon. Bam! Und Bamarama. Oh mein Gott, hält der viel aus. Okay, hinterlässt du schönes Funkeltitanid? Nee, leider nicht. Gut, dann kommt jetzt die Herausforderung. Seth, du sollst sterben. Eigentlich ist es auch ganz einfach. Also es gibt wirklich, wirklich schwerere Endbosse. Götterzorn passt auch soweit. Wenn wir einen Zauber benutzen, dann Götterzorn. Genau, und dieses Ding müssen wir als erstes einfach zerbrechen. Und dann ist Seth eigentlich kein großes Thema mehr. Rüstung haben wir ja auch relativ viel. Wir hätten zwar jetzt auch noch ein bisschen Havels anziehen können, aber egal. Die Fluchresistenz ist hier eigentlich auch wichtiger, finde ich. Weil verflucht
werden, ist halt echt immer blöde. Und da ist der Schuppenlose. So, wir sind Gott sei Dank schon hier, können das einfach vernichten. Oh ja, und da schreit er auf. Und wie ich ihn gerne attackiere, ist einfach, wir gehen nach hinten. So, und jetzt versuchen wir einfach hier immer drauf zu schlagen. Das dauert zwar ein bisschen, aber ist für mich eine relativ einfache Methode, außer natürlich, er macht seinen fiesen Laser. Dann kommen wir nicht drum rum, uns zu heilen. So, wir können auch versuchen, ein bisschen weiter nach hinten zu gehen, genau. Aua. Und jetzt nochmal. Na, Mist. Okay, ich fühle mich gerade so, dass ich zuerst meine Magie benutzen sollte. Na komm, lass mich doch durch. Ah, und ich verfehle mit meiner Magie. Peinlich, peinlich. So. Und das macht fast keinen Schaden, hey. Ist er ein heiliges Wesen? Kann das sein? Alter. Na, Mist. Heil dich schnell, heil dich jetzt bloß schnell. Oh yay, und da ist die Ruckelparty. Ja, durch die ganzen Kristalle ruckelt es immer ganz schön bei denen. Okay, versuchen wir es wieder auf den... Nein, nicht deine Schwanzattacke. Okay. Okay, okay. Und weiter geht's. Ah, Mist, ich verfehle. Ich verfehle hier gerade echt zu oft. Heil dich mal kurz. Danke. Oh yay, und Ruckelparty, Ruckelparty, Ruckelparty. Oh, und Auffrischung wäre hier, glaube ich, echt die richtige Wahl gewesen. Naja, egal. Okay, das wird getroffen. Laden wir uns mal wieder ein bisschen auf. Und drauf da, sehr schön. Immer schön da hinten auf den äußersten Zipfel des Schwanzes. Ich weiß, wenn wir den hinteren von ihm abschlagen würden, würden wir ein ganz tolles Schwert kriegen. Oder eine, ich weiß gar nicht, ob es ein Schwert ist, aber uns jetzt egal. Oh je, ich habe ganz vergessen, wie lange er dauert und wie viel Glück man haben muss, dass er nicht zu oft seinen blöden Laserstrahl macht. Der Laser ist nämlich die einzig wirkliche problematische Attacke von ihm. Okay, aber ich denke langsam, aber sicher können wir das schaffen. So, komm. Dein Schwanz, der müsste doch echt bald geschunden sein ohne Ende. Und... Ah, fuck, verfehlt. Ein bisschen länger müssen wir da rennen. Ach, Mist. Komm schon, jetzt habt ihr nicht so... Ah, Mist. Ich glaube, ich mache die Sprungattacke jetzt. Ah, okay. Okay, zwei Treffer, sehr schön. Zwar noch nicht mal die Hälfte, aber wir sind auf einem guten Weg soweit. Schade. Und was machst du? Okay, du machst nur das dann. Kein Problem, kein Problem. Oh, weg. Hier könnte er jetzt auch gut seine blöde, genau, Schwanzattacke machen, die meinte ich. Und weg hier, bitte schnell heilen, bitte schnell heilen. Oh nee, Menno. Menometer. Und wir sind doch schon so weit gekommen. Und jetzt müssen wir es wieder von Anfang an schaffen. Ah, nervig. Gut, was machen wir zuerst? Ich würde sagen... Erstmal bessere Zauberei einstimmen. Leider bringt uns hier der, der Blitz nicht viel. Deswegen werden wir den einfach austauschen gegen den Grabendistanz. Der ist zumindest ein bisschen besser. Die Heilung will ich behalten, aber das da können wir auch gegen die Auffrischung ändern. Gut, und dann sind wir doch eigentlich ganz gut gerüstet. Die Auffrischung wird uns vor allen Dingen helfen, wenn er mal wieder sowas wie gerade eben macht. Diese zwei Attacken hintereinander, der wäre halt nicht so wirklich ausweichen können. Und ich glaube auch, dass es ganz intelligent wäre, doch Havels Rüstung anzuziehen. Weil die Verfluchung ist halt doch relativ schwach. Und selbst wenn wir verflucht werden sollten, haben wir ja zumindest noch einen Läuterungsstein. Also machen wir das so.
Und da ich jetzt auch keine große Lust habe, noch mehr Zeit zu verschwenden, werden wir hier einfach durchrennen. Soweit wir können. Okay, hier jetzt rein. Die sind ja doch relativ langsam alle. Und ich denke, ab einer gewissen Weite dürften sie auch keine Probleme mehr machen. Oh, und hier bin ich auch schon mal gestorben. Ich habe gedacht, wir könnten da so schräg rüberlaufen und schwupps ist man tot. So einfach kann das gehen hier. Gut, von hinten kommen sie, richtig, okay. Dann schauen wir, dass wir jetzt an ihm so vorbeispringen können. Gut, dann einfach weiter und schneller runter. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wir machen uns nicht mal mehr die Finger krumm. Sind so intelligent und gehen einfach außen rum. Da ist mir jetzt wieder mal nichts eingefallen. Gott, und ich merke doch genau, wie ich mich voll lang gelangweilt schon anhöre. Tut mir echt leid, ich spiele einfach schon zu lange. Aber ich möchte jetzt Seth zumindest noch umbringen. Das wäre echt toll. Dann haben wir in der nächsten Folge noch zwei große Gegner. Und ich sag euch, der blödste von allen ist dieses Chaoswesen von Izalit. Das macht echt überhaupt keinen Spaß. Und dahin. Dich lassen wir leben, weil wir eh nicht in die Special Stage wollen. Und auch irgendeinen tollen Brocken, den wir bräuchten, hast du nicht mehr. Aber vielleicht hinterlassen sie ja noch ein bisschen Funkeltitanide für unsere Paladin-Rüstung. Also die Dinger, die jetzt da kommen, genau. Die machen wir nämlich gerne nochmal alle tot. Ganz ohne Not. Aber für Funkeltitanide machen wir halt alles. Okay. Stirb. Ich sagte stirb. Danke. So, locken wir den nächsten an. Kein Funkeltitanid, schade. Okay, komm her. Und stirb. Damn. Ich sollte wirklich bei Seth auch die Sprungattacken machen. Die lohnen sich wirklich. Okay, kommt schon einer von euch? Nee, gut, dann machen wir ihn zuerst kalt. Die kalte Auster. Ich weiß nicht, ich denke da immer, die sind eisig, aber es ist ja eigentlich nur Kristall. Wahrscheinlich ist es gar nicht so besonders kalt hier drin. Dann dürft ihr eigentlich ganz gut die Wärme drin halten und abschirmen, dieses Kristall. Jo, kommst du mal auf uns zu? Okay, dann erst du. Dumm-di-dumm, wir tanzen den Wartentanz hier. Danke. Und er tot! Ich will, dass du tot gehst. Oh, Funkeltitanid? Nee, schade. Ah, oh, nur ein Funkeltitanid? Nö. Ich will mindestens zwei. Aua! Oh, 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 oh. Und weg hier, ganz schnell weg hier. Und eins trinken. Okay, vielleicht können sie auf eine... Ah, Mist, ich bin gerade echt schlecht wieder im Timing. So. Aua. Na gut, dann müssen wir noch eins trinken. Ah, oh, fuck. So, und jetzt eine Sprungattacke. Komm. Da ist so auch schon tot. Und jetzt können wir auch damit heilen. So, können wir unseren Schaden noch irgendwie boosten vielleicht? Fällt mir gerade nicht ein, wie... Ja, und ja, das Problem ist, das macht halt auch kaum Schaden. Dadurch, dass wir halt nicht auf Intelligenz gestiegen sind. Na gut, lassen wir mal den Götterzorn so stehen und schauen, ob wir ihn nicht jetzt töten können. Den blöden Seth. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir nochmal seine Unverwundbarkeitsquelle töten müssen oder ob die jetzt... Ah ne, da unten ist er. Und wir haben auch gerade bemerkt, er nimmt keinen Schaden, also muss erstmal das Teil dran glauben. Bam! Okay. Jetzt bitte kein Laser. Na, schade. Und wir sind voll in der Front von ihm. Jetzt macht er seinen Laser, oder? Ja, komm, schnell zur Seite. Okay.
Oh nein, nicht die Schwanzattacke. Nein, bitte. Nicht sterben jetzt. Schnell heilen. Okay. So, einmal wenigstens. Haben wir jetzt einmal getroffen? Nee. Warum haben wir jetzt nicht getroffen? Ah, und ich wollte doch Havels benutzen, ich denke. Ey, und er macht gerade nur diese fiese Attacke, Alter. So. Die uns auch noch in die Knie zwingt vom PC-technischen her. Was ja wohl echt nicht so gewollt ist, Alter. Seh nix, Alter. So, okay. Bam. Aber warum machen wir jetzt auch 200 Schaden? Jetzt langsam und sicher am Ziel. Immer schön an der rechten Schwanzflosse bleiben. Oder was das sein soll. Ah, okay. Ah, okay. Also die Attacke ist schwächer bei ihm. Ja, dann versuchen wir es mal damit. Vielleicht treffen wir ja damit mal jemanden. Ah, okay. Auf jeden Fall immer mit der starken Attacke hinschlagen. Weil 200 sind schon mal besser als 100 noch was. Ah, okay, getroffen. Bam! Ah, jetzt sind wir schon so weit wie vorher. Und wir sind tatsächlich dem Laser ausgewichen. Wie cool war das denn? Na, und sobald wir mal wieder Zeit haben, werde ich, denke ich, die Auffrischung mal benutzen. So. Das erspart uns einiges an Stress. Na, schade. Okay, du bleibst immer noch schön da. Und drauf. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, die Sprungattacke ist wirklich um einiges besser bei ihm. Bam. Und bam. Jetzt, die zweite hat mich getroffen. Ah, Mist. Jetzt springen wir tatsächlich über seinen Schwanz da. Bam. Sehr schön. Dann mal kurz eine Strecke. Okay. Er ist so riesig. Ich finde es echt schade. Er sieht ja echt geil aus. Aber man sieht halt nie was von ihm. Das ist ein bisschen nervig. Das hätten sie besser lösen können. Aber immerhin, ich meine, als er uns gefangen genommen hat, hat man ihn ja zumindest einmal gut gesehen. Okay, ich bleib an der Schwanzflosse. Nicht, dass er irgendwas Böses macht. Und vor allen Dingen gehe ich nicht mehr hinter ihn. Da macht er ja diese ganz, ganz fiese Schwanzattacke. Na komm, bleib stehen. Ah, was mache ich denn hier auch? So, jetzt aber. Bam! Sehr schön. Und bam! Okay, ich glaube. Nein, Schwanzattacke. Aus der Reichweite bleiben. Nicht unnötigerweise getroffen werden. Okay, bewegst du dich wieder? Gut. So. Es geht aber wirklich bei den ganzen Endbossen in Dark Souls hauptsächlich darum, zu wissen, wie man sie tötet. Alles andere ist praktisch egal. Bam, okay, das war blöde. So, das ist besser. Okay, ja, ich glaube, das dürfte gut laufen jetzt. Was machst du jetzt? Oh, die Fiesattacke, okay. Ja, gut, die hast du jetzt schon die ganze Zeit nicht gemacht. Ich glaube, einmal können wir es hier verkraften. Aber kein zweites Mal, bitte. Bam. Okay, ich sehe nichts. Ah, schade. Okay, renn mal wieder, danke. Na, schade. Ach, wisst ihr was, Götterzorn. Bams. Bams. Und noch einmal und dann noch ein Schlag mit Schwert. Bams. Gott, ich liebe Götterzorn. Gut, und jetzt ist er auch endlich am Boden. Ah, Mann, aber blöd, dass wir für jeden zwei Versuche brauchen. Richtig nervig. Das ist auch ganz interessant.
Ihn habe ich wirklich beim ersten Mal geschafft, als wir es zum ersten Mal durchgespielt haben. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir, als wir das zum ersten Mal durchgespielt haben, so extrem überpowered waren. Wir waren, glaube ich, schon Level 100, weil ich einfach die ganze Zeit nur gefarmt habe. Dafür habe ich aber auch fürs erste Playthrough, glaube ich, so 50 Stunden gebraucht. Also ungefähr das Fünffache von dem, was wir hier wahrscheinlich brauchen. Als ich zuletzt geguckt habe, waren wir bei 6 Stunden. Und da ist, glaube ich, eine Stunde, die ich nur grüne Scherben in den Tiefen gefarmt habe, nicht dabei. Das heißt, das Let's Play dürfte jetzt so um die 5 Stunden sein. Naja, hätte auch besser klappen können, aber egal. So, ich will ganz kurz zum Riesen gehen und unsere Rüstung auf Maximum bringen. Und dann gehen wir als erstes, denke ich, die 4 Könige an. Und dann ganz zum Schluss das Chaoswesen von Izalith. Ich mag den Endboss echt überhaupt nicht. Also das Wesen von Izalith ist der Endboss, den ich wirklich am aller wenigsten mag. Das ist einfach nur eine reine Trial-and-Error-Geschichte. Du musst, also ich habe es noch nie geschafft, den Endboss in einen Durchgang zu kriegen. Man, es ist halt so, man versucht immer die verschiedenen Teile von ihm zu töten. Und dann, also ich find's einfach nur blöd. Es ist so randommäßig. Ich mag's überhaupt nicht. So, spring! Weg hier. Brauchen wir nicht. Ist uns egal. So, also wir brauchen 4. Hoppala. 4 für die eine Dings. Dann brauchen wir nochmal 4 für die andere. Und seit wann schießt er auf uns? Und dann brauchen wir nochmal 2, um auf 4 zu kommen. Das heißt, insgesamt, ja, wir hätten jetzt erstmal gucken sollen, auf wie viel wir schon sind. Aber das können wir auch gleich bei den Riesen machen. So, du stirbst auch noch, bevor du uns da noch weiter nervst. Ich dachte, du stirbst. Danke. So, servus. Ich will meine Rüstung verstärken. So. Die kommt auf 5. Gut, und hier brauchen wir einmal 2. Nee. Oh, wir brauchen nur 3 Stück insgesamt. Okay. Gegenstand kaufen. 3x Funkeltitanide. Rüstung verstärken. So. Und die ist auf Maximum. Und den Paladin-Helm, den benutzen wir jetzt nicht. Ich bin mit der Maske ganz zufrieden. Danke. Gut, und dann benutzen wir noch schnell einen Heimkehrknochen. Wir haben so viele noch und haben so wenige benutzt, da können wir uns jetzt auch ein bisschen faul geben. Nach Hause teleportieren. Danke. Ich weiß, das heißt bei E.T. telefonieren, aber ups, wir machen das ja nicht, wir teleportieren. Da ist es doch okay. So, dann schauen wir mal, wie viele Punkte wir in Willenskraft einfügen können. 2 Stück. Immer schön, immer schön. Und dann teleportieren wir uns nun zum Feuerbandschrein. Danke und auf Wiedersehen. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, dann darf ich mich hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich wünsche euch was und habt einen schönen Tag und so und auf Wiedersehen.